Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe hier gerade erwischt den Stefan Rüde-Mösentin vom Fliegerheim im Trabi. Sag mal, habt ihr gar nichts zu tun bei euch im Fliegerheim? Ach, leider muss ich sagen, ja, wir haben nichts zu tun. Wir haben also unseren Betrieb geschlossen. Ja. Warum, muss ich nicht jedem erklären. Und wir haben jetzt damit angefangen, den Keller aufzuräumen, den Dachboden aufzuräumen, die Garagen und die Carports und so weiter, alles aufzuräumen. Aber irgendwann hat man davon auch die Nase voll. Und ja, jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Luft. Ja, ich weiß, ich habe mich mit meiner Frau unterhalten und die hat gesagt, also die Rüde-Mösentins, die sind immer aktiv gewesen. Kann gar nicht mehr, wir haben überhaupt keine Erinnerung, wann ihr das letzte Mal zuhattet. Ihr müsst doch vor lauter Langeweile so das Jucken kriegen. Wie sieht's denn da aus jetzt? Was macht ihr denn sonst noch, außer nichts? Wie schon gesagt, wir sind viel beim Aufräumen und wir arbeiten sehr viel im Garten. Ja. Wir sind also im Garten viel unterwegs und bereiten so das neue Frühjahr vor und den Sommer. Und jetzt überlegen wir, jetzt bimmelt ab und zu noch das Telefon, ja, wo einige Leute uns fragen, Stefan, was machst du denn Ostern? Ja, wo fährst du hin? Ja, und dann habe ich gesagt, naja, wir werden nicht wegfahren. Wir denken vielleicht darüber nach, dass wir Ostern vielleicht doch was zu essen anbieten. Ja, gute Idee. Ja, und die Idee kam ja nicht von uns, sondern wir lesen ja aufmerksam Zeitungen und viele Kollegen und unser Verband, die DEHOGA in Potsdam, geben Ideen, die IHK auch, ob man nicht vielleicht doch irgendwas to go anbieten. Denn es gibt doch viele Leute, die sagen, Mensch, Ostern, ich will nicht kochen, ich koche jetzt schon jeden Tag, vielleicht können wir uns irgendwo was Schönes holen. Ja. Und da überlegen wir jetzt gerade, wir drei zu Hause, ob wir sagen, dass wir am Freitag, am Samstag und am Sonntag und am Montag nächste Woche, also das Osterwochenende, vielleicht 2, 3, vielleicht auch 4 Spargelgerichte anbieten. Ja. Und diese Gerichte dann to go für zu Hause mitgeben. Wir haben also recycelbare Boxen und wir können kochen, wir haben die Technik, wir würden die Ware besorgen und wir würden dann auch diese Produkte anbieten. Dass man das hört sich erstmal gut an und kann mir vorstellen, das funktioniert dann höchstwahrscheinlich über Bestellung. Man ruft vorher an und genau, sagt hier, ich möchte für 5 Personen 20, nee, 20 wird riskant, so viel, ja, dürfen gar nicht zusammen sein, ja, aber Familie. Ja, ich denke also, dass man dann unsere normale Telefonnummer wählen kann. Ja. Man kann uns anrufen, ja, kann das vorbestellen, aber wir sind, ich vermute, von 12 bis 18 Uhr, genaueres werden wir dann auch mitteilen, von 12 bis 18 Uhr an diesen 4 Tagen hier bereit, ja, und werden ein paar Gerichte kochen, ja. Ja, na, ich kann mir, wie gesagt, finde die Idee wirklich cool. Ich muss schon sagen, also so wie sich das anhört jetzt, ist die Bestellung tatsächlich am selben Tage noch möglich? Oder ja, wollt ja ihr die vorher schon haben? Nö. Nein. Man kann am selben Tag noch bestellen. Genau. Man kann auch 10 Minuten vorher anrufen oder man kommt vorbei und kann dann aus 1,50 Meter Entfernung noch ein Schwätzchen machen. Ja. Da werden wir einen Schnitzel braten oder der Spargel noch nicht fertig ist. Und dann richten wir das alles in diesen To-Go-Boxen an und ja, dann kann man das mitnehmen, ja. Ja, gute Idee. Ne? Dann brauchen wir ja eigentlich nur noch die Speisekarte dafür auf den sozialen Medien und so weiter. Genau. Beziehungsweise hängt ihr die sicherlich aus, dass man mal beim Spazierengehen, im Vorbeigehen einen Blick draufwerfen kann? Genau, das wird also jetzt alles in den nächsten Morgen, übermorgen passieren, ja. Ja, coole Idee, muss ich mal sagen. Dann ist die Langeweile ein bisschen weg und es kommt wieder ein bisschen Kleingeld in die Kasse. Ist zwar nicht das, was ihr sonst hattet. Eure ganzen Termine sind ja auch weggebrochen. Es ist alles storniert. Bis Mai rein alles storniert. Gar nichts. Sämtliche Veranstaltungen, ja. Alles storniert, leider. Ja, dann kannst du nämlich aus deinem Trabi wieder aussteigen und bist wieder aktiv in deinem eigentlichen Metier unterwegs. Ja, wir hoffen natürlich, dass sich das auch rumspricht und dass die Leute auch kommen, ganz klar. Ja, da wollen wir uns mal freuen, dass das hier so ein bisschen wenigstens weitergeht und hoffen, dass die ganze Geschichte hier nicht mehr so lange geht. Wobei ich nicht glaube, dass das bis zum 19., 20. April zu Ende ist. Das glaube ich noch nicht so richtig dran. Wir wünschen euch jedenfalls viel Erfolg dabei, auch dass ihr natürlich viele Gäste kriegt und auch, dass ihr hier nicht krachen geht mit eurem Hotel. Denn wäre schade. Ja, es wäre echt schade. Halt, ohne geht's nicht, ne? Ja, ja. So, wie lange kann man aushalten, ne? Kann man eigentlich nicht wirklich sagen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, toi 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 für euch, dass ihr das überlebt. Und natürlich auch drücken euch die Daumen, dass ihr viele, viele Bestellgäste kriegt über Ostern, die sich dann das Kochen zu Hause sparen. Genau, das ist Sinn und Zweck der Angelegenheit. Jo, also. Danke auch. Bis dahin, wir wünschen vorab schon mal schöne Ostern. Von mir auch.